Wir sind jetzt gerade in Berlin-Tegel am Flughafen und warten auf unser Flug. Wir haben gerade noch 3 Stunden Zeit. Ja. Stopp! Nochmal zurück. Was ich eigentlich sagen wollte, dieses Video handelt von unserer Backpack-Reise nach Malaysia und Singapur. Unser Flug geht von Berlin-Tegel über Doha nach Kuala Lumpur. Wir sind in Doha gelandet und warten jetzt auf unseren Anschlussflug nach Kuala Lumpur. Wir haben jetzt noch 2 Stunden Zeit, glaube ich, ungefähr. Ja, der Flug war super, das Essen war top, hat sehr gut geschmeckt. Wir haben natürlich auch Fotos gemacht. Jetzt einblenden. Ja. So, jetzt sind wir endlich in Kuala Lumpur angekommen. Wir sind in unserem super coolen 3-Sterne-Hotel. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so schön sieht, aber wir haben hier Kissen mit unterschiedlichen Farbgebungen. Das eine ist eher so gelblich und schöner Kontrast weiß dazu. Ja, die Handtücher sahen auch super aus. Ich hatte eins mit so einem fetten Fleck Lippenstift. Super. Aber ich habe ein niegelnagelneues, komplett weißes Handtuch bekommen. Ich glaube, das haben die extra für mich gehäkelt. Hoffe ich jedenfalls. Ja, unser Flug war super. Essen hat wieder sehr gut geschmeckt. Und ja, wir sind dann jetzt ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben die Twin Towers uns angeguckt und waren nochmal was essen. Falafel gab es und einen Döner-Teller, so eine Art mit Hähnchenfleisch und Reis. War super. Ja, und jetzt sind wir in unserem coolen Hotelzimmer und chillen noch ein bisschen. Jetzt ist Tag 2 in Kuala Lumpur. Wir sind gerade auf dem Fernsehturm. Hier sieht man die Twin Tower. Und ja, wir schauen uns hier erstmal um. Für diesen tollen Rundumblick auf etwa 300 Meter Höhe bezahlt man umgerechnet ca. 20 Euro. Der KL Tower ist 421 Meter hoch mit Antenne. Und weiter geht's für uns mit dem Bus nach Chinatown. Dort angekommen, besuchten wir den Guan Di-Tempel. Der Eingang wird von 2 Wächterfiguren in Löwenform bewacht. Die Gläubigen bringen dort Opfergaben, also zum Beispiel Räucherstäbchen. Und in den kleinen Öfen werden Zettel, die an Verstorbene gewidmet sind, verbrannt. Die nächste Station für uns ist Masjid Negara. Das ist die Nationalmoschee von Malaysia. Für Touristen stehen Umhänge als passende Kleidung bereit. Das Hauptmerkmal ist der 73 Meter hohe Minarettturm und das 18-eckige sternförmige Stahlbetondach. Nach einem kurzen Abstecher nach Little India und dem dazugehörigen Bazar ging es für uns weiter zur Masjid Jamek. Das ist die älteste Moschee der Stadt, aber leider durften wir diese nicht betreten. Nach dem vielen Sightseeing bekamen wir Hunger und es zog uns zum Central Market. Dort gibt es Souvenirs, Kleidung und Essen für Touristen, aber auch Einheimische. Als erstes besuchten wir den Bubble Tea Stand und kauften uns einen ganz normalen Bubble Tea mit Tapioca. Der war sehr, sehr lecker. An einer Ecke des Central Markets vernahmen wir einen Geruch, der uns zu einem Stand, an dem Putu Bambu hergestellt werden, führte. Diese leckere Süßspeise aus Reismehl, Zucker und Kokosraspeln wird in Bambusrohren gegart.
Nicht nur die lange Schlange der Einheimischen, sondern auch die interessante Marat überzeugten uns, ebenfalls eine Schachtel zu kaufen. Und wir wurden nicht enttäuscht. Beim Verlassen des Marktes kauften wir noch eine Mangustin, die uns noch eine Weile begleiten wird. Später dazu mehr. Wir sitzen in unserem Stamm-Café-Restaurant direkt vor Windhaus und genießen einen Tee Tarek bzw. einen Limonentee. Und ich wollte euch jetzt mal erzählen von dem Busnetz hier. Es ist nämlich sehr cool. Man kann hier gratis Bus fahren. Es gibt 4 Linien und die Busse heißen GoKL, also Kuala Lumpur. Und ja, die Busse sind rosa gefärbt, also sehr auffällig. Es gibt verschiedene Linien in Purple, Green, Blue und Rot, glaube ich. Ja, und das ist schon sehr praktisch. Man kann die ganze Stadt erkunden und steigt einfach nur in den Bus ein. Ein paar Sachen einblenden, die wir erlebt haben. Mit dem Taxi ging es für uns die 15 Kilometer lange Strecke zu den Batu Caves. Die Anfahrt mit der Bahn soll um einiges günstiger sein, aber wir entschieden uns für das Taxi, da wir Zeit sparen wollten. Es ist wichtig, sich lange Kleidung, die die Schultern und Beine bedeckt, mitzunehmen, da man sonst nicht rein darf. Am Eingang begrüßte uns die 42,7 Meter hohe Lord Murugan-Statue. Das ist die zweitgrößte Hindu-Statue der Welt. Batu Caves sind Kalksteinhöhlen, in denen sich mehrere Hindu-Schreine befinden. Zuvor muss man 272 steile Treppenstufen erklimmen. Am Eingang wurden wir gebeten, Eimer mit Baumaterial mit hochzunehmen, um die dortigen Bauarbeiten zu unterstützen. Das machten wir natürlich gern. In und um die Höhlen wimmelt es von Javaneraffen. Sie sehen zwar niedlich aus, können aber gefährlich werden, da sie sehr diebisch sind. Also immer gut auf den Rucksack aufpassen. Ich glaube, der mag keine Kokosnüsse. Um eine Wanderung durch die Dark Caves zu machen, muss man etwas Eintritt zahlen. In der Höhle gibt es viele einheimische Tiere, zum Beispiel eine besondere Gliederspinne, Fledermäuse und Schlangen. Am Ende unseres Ausfluges gönnten wir uns noch eine leckere Kokosnuss. Und danach waren wir noch shoppen im Havillon. Das ist ein Kaufhaus, da gibt es relativ teure Marken. Und für uns war jetzt nicht so viel dabei, aber wir haben leckere Sachen gegessen. Es gibt so ein Eis, war das, da waren so Mangostreifen drauf. Sirup, Kokosmilch und aus Wasserkastanien, das war das schwer zu beschreiben, das waren so klipprige Wasserkastanien. Das hat sehr, sehr lecker geschmeckt und danach haben wir uns noch einen Brownie gegönnt. Ja, jetzt sind wir hier, haben gerade eine Zeremonie erlebt und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
Im Sri Mahamariaman-Tempel ist es ebenfalls wichtig, angemessene Kleidung zu tragen und man muss den Tempel barfuß betreten. Dort lernten wir einen netten Mann kennen, der uns viel über den Tempel und die Religion erzählte. Auf Abendessensuche mussten wir auch dank ihm nicht mehr gehen, aber dazu mehr im nächsten Video. Yeah.